Naja, machen wir das halt mal so. Oh. So, jetzt kann man ein bisschen wieder Gummi geben. Auf zum Meckern. Back. Back. So, Route Manager aktiv. Back, Train Info Change. Jawohl, so halten wir es denn gerne. Kleine Steigung, ja? Naja, schaffen wir schon. Schaffen wir nicht. Noch eine zweite Lok. Wahnsinn. Brauche ich schon eine zweite Lok dafür. Das bisschen Holz da. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 eiskalt. Hör auf. Ah, ich kann nicht. Ja, schön. Nun gib doch mal Tempo. Ach ja, Freunde der Nacht. So, die Frage ist jetzt, holen wir in Forest dann noch was ab für Sommel. Und dann tun wir wieder sinnlos hin und her rangieren. Ja, bringt uns eh nichts, weil wir kommen eh nicht hoch wie mehr wie 60. Oil Central. Ja. Das war Oil Central. Hast du die Geschwindigkeitstafel übersehen? Schön rollt es sich. Einfach ein Traum, wie sich dieses Fahrzeug rollen lässt heute. Ah. So, Freunde, jetzt die prophylaktische Frage an euch. Es ist ja jetzt seit November.
Es nebelt ziemlich hart draußen. Also die letzten Tage arbeiten war echt ekelig. Das war echt ekelig. Dieser Nebel, oh, das war eine Suppe. Und dann düst du mit 140 Sachen da durch. Und ein Kollegen von mir hat es echt übel erwischt. Der ist in, ja, nicht übel erwischt, sondern ja, es war nicht so sein Wochenende, würde ich sagen. Ja, hat er ein bisschen, ist er ein bisschen stromlos gefahren, ja, und so ein Baustellenschild hat er mitgenommen, weil zu früh aufgestellt. Also war schon nicht ohne das Wochenende. Das ist das letzte. Ah, oh, dachte ich mir so, oh. Und ich komme so Sonntag dahin, fange wieder an zu arbeiten und höre so die Gruselgeschichten und denke mir so, bitte nicht, ich will nicht. Oh nee, ich will nicht arbeiten gehen. Aber Gott sei Dank, es war nichts. Es war nur ein bisschen Gegengleis fahren. Und, aber das ist eine Nebelsuppe da draußen, sage ich euch. Gestern ging es Gott sei Dank. Aber naja, wir haben es ja überlebt. Ihr habt geschlafen, ich war arbeiten. Geschwindigkeit? Passt. Oh, hier steht ja Holz. Holzi, Holzi, Holz. Soll ich die jetzt mitnehmen? Soll ich die nicht mitnehmen? Soll ich die mitnehmen? Soll ich die nicht mitnehmen? Ah, ich bin gerade im Flow. Wir sind gerade im Flow, wir können nichts mitnehmen. Ja, und jetzt die prophylaktische Frage an euch. Habt ihr schon eure Winterreifen drauf? Haha, ich noch nicht. Ich muss das noch machen. Ich hatte so keinen Elan gehabt die Tage über. Das war so... Ich wollte es immer machen, wollte meinen Vater anrufen, weil meine Reifen lagern ja bei meinem Vater. Bei ihm da in der Werkstatt zugesehen. Und oh, ich hatte einfach keinen Elan. Jetzt mache ich das am Samstag. Also heute habe ich es gemacht. Habe ich mir mal gegeben, die Reifen zu wechseln. Bitte was? Boah, ich dachte schon. Schock. Ja, jetzt geht's ja wieder los. Der Winter ist da. Das soll angeblich laut Berichten von einigen Wetterfröschen soll er dieses Jahr echt heftig werden. Ha, hat Klimakretel alles bewirkt. Der Winter wird wieder heftig. Heftig. Kann man so sagen. So, haben wir jetzt die 35 erreicht? Ja, kann man lösen. Ha, schauen wir mal, wie der Winter wird dieses Jahr. Ich bin echt gespannt. Es ist schon kälter geworden. Also ich habe so das Gefühl, der November ist kühler als der von den, als wie in den letzten Jahren. Habe ich so das Gefühl. Also ich muss jetzt doch mal, habe ich schon öfters überlegt, meine Heizung anzuschmeißen, aber meine Nachbarn sind ja so lieb und nett. Unter mir und über mir, die heizen doch schon mal ein bisschen mehr. Aber, es geht noch. Ich musste jetzt noch nicht so viel heizen. Hey, der Bürowagen. Bürowagen. Da steht er drin. Falls ihr es wissen wollt, falls ihr ihn noch nicht habt. Hier in der Ecke steht er. Falls ihr es noch nicht wisst. Aber das wisst ihr natürlich alle schon. Weil wir waren ja glorreich auf der Suche nach dem Scheißwagen. Ah, übel. So, wir haben es ja eh gleich geschafft. Dann sind wir in Thormel.
Böse Erinnerungen werden wach. Also ja. Auf den habe ich gewartet, auf den Roadrunner. Jetzt können wir Gummi geben. So, was sagt uns denn die schöne Weiche da vorne? 40 nach links, na herzlichen Glückwunsch. Warum puste ich denn eigentlich hoch? Wahnsinn, immer dieses Hochgepower und dann kommt so eine blöde 40 um die Ecke. Geht ja mal gar nicht. Hier hätten sie noch ein paar Bäumchen hinstellen können. Sieht so trostlos immer hier aus. Und ich rede so, als ob ich schon so oft hier gewesen wäre. Ich. Aber sind wir eh gleich da. Finde ich ja super. Haben wir das auch erledigt? Oh, Freunde, alte Erinnerungen kommen hoch bei Sommel. Können wir gleich wieder anfangen, oder? Rangieren in Sommel. Schön. Ah, nein, bitte nicht. Ja, ich hab's ja fast gedacht. So, das Kick B2. Ziel. Nein, ich sag nichts, nein. 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 Das sind diese Gleise, glaube ich. B2, C4 oder B4, C4. C2. Irgendwie, so war das da. Oh, Erinnerungen kommen hoch. Naja, sind wir gleich da. Gehen wir schnell die Chance ab und dann ist es in der Gelände. So lange aufhalten wollen wir uns hier ja natürlich auch nicht. Ist ja klar. Ups. So, ja, Mia. Gott. Entschuldigung. Es kommt gerade irgendwie wieder die Müdigkeit und ich heute echt gut geschlafen. So, dann gucken wir doch mal, was hier so abgeht. Hä?
Moment, ich muss kurz checken, wo Lage ist. Echt jetzt? In C4 steht was drin? Das darf doch gar nicht sein. Geht das schon wieder los hier? C4 dürfte doch gar nichts drinstehen. B2, C4. Dieses Spiel, das ist ja ab und zu mal ein Mobbing. Auch hin. Damit. So. Dann fahren wir halt nach C4. Servus. Ich habe so eine böse Erinnerung an euch. Ich weiß nicht warum. Déjà-vu. Gefühle. Aha, würde ich sagen. Und oho. So, mal kurz kicken. Mal hier drin, hier ist der B2 91 14 284. Also der muss noch rein. So.
Ja, würde ich sagen, das kriegen wir jetzt hin. Mach's gut. Tschüss. So, da la, so, da la, so, da la. Ja, den Weg kennen wir schon. P2, C4. Oder war es P3? Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall nicht schön. War gar nicht schön. Moment. Wo ist ein B2? Gut. Sammel, sammel. So, da abholen. Ach, ich bin ja ein Honk. Oh, ich bin so ein Honk. Oh, ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Honk. Oh, ich bin so ein Honk. Ich habe mich schon gewundert. Oh, ich bin so ein Honk. Bitte jetzt disliken. Bitte disliken. Ah, oh, ich bin so ein Honk. Es war ja alles richtig. Ah. Oh. Das ist nicht mein Tag. Es ist einfach Freitag der 13. gewesen. Also die nach C3, die anderen holen wir wieder ab. Ich habe mich schon gewundert. Das ist das Gleis besetzt. Habe ich nicht ganz verstanden, aber... Pläne richtig lesen, mein Freund. Es kommt davon, ich habe keinen Kaffee mehr. Meine Kaffeemaschine, mein Kaffeevollautomat ist leider in Reparatur zurzeit. Weil der Milchschäumer hat nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, der integrierte. Deswegen musste die Kaffeemaschine leider wieder zurück und seitdem habe ich jetzt keinen Kaffee mehr. Und es geht jetzt noch 19 Tage so. Und da ich meine alte Kaffeemaschine leider weggeschmissen habe, habe ich keinen Kaffee mehr. Die werden nicht unsaus stehen nicht in der Früh. Und dann kommt sowas wie jetzt zustande. Mei, ich habe mich schon gewundert. Ich bin doch richtig reingefahren.
Ah, es kostet wieder Zeit, der Bonus ist wieder weg, aber wir machen jetzt mal hin.